Hier noch ein paar blutigen Beilen. Hier hatten wir ja eigentlich alles geplündert. Ja. Die Gruft wurde erfolgreich gereinigt. Oh, Gladys hängt an Steinen fest. So. Harpien? Ach stimmt ja, Harpien. Attacke! Ein Zwerg, ein Fühl. Was gibt denn das, wenn es fertig ist eigentlich? Kannst du aufhören, mal vor dem wegzulaufen? Und sie einfach hauen? Alles klar. Okay, die Wunden wird sie nicht wegmachen können. Nein. Aber sie hätte wenigstens am Leben. Hab nichts gesagt. Amazone voraus. Na klar. Arquatus. Gut, Wunden weg. Ich mach das schon. Erste zwei Gräber gesäubert. Naja, hier waren drei Gräber in einer Reihe. Aber ich glaube, die hatten nichts mit Schwertern zu tun. Ja, okay. Erstmal die hintere Gruft. Oh, ein sehr starkes Skelett, so wie es aussieht. Alle mal hergehört. Lass das mal vor. Bei meiner Axt. Zeritus. Zeritus. Dass er einfach Wache hält. Alles klar. Ein Schwert. Einfach. Au. Au, da kriegt Vorgriff. Aber doch auf die Ömmel. Phorax. So, noch eine Gruft gereinigt. Jetzt habe ich wahrscheinlich eine ziemlich weit unten, ja.
Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. Candidus. Aber ja, ist schön, dass es in den Grüften dann heller wird. Und es ist gut, dass wir die Grüfte abgeklappert haben, bevor wir die Quest angenommen haben. So, kommen jetzt gleich wieder Harpien, dann wird's nervig. Nein, bis jetzt nicht. Ich glaube, es kommt nicht aus jeder Gruft eine Harpie. Ein Skelett. Oh, hier sind ein paar mehr. Ha! Arquartus. Alle mal hergehört. Ha! Ja! Alles klar. Furax. Ein Schwert. So ein paar blutige Beile von denen. Hätte ich die Harpien eigentlich plündern können? Bestimmt, ich hätte die Harpien plündern können. Dann hätte ich Harpienfedern rausgekriegt. Naja, jetzt werden die Harpien eh schon vergammelt sein. So. Ach, das war jetzt die Gruft. Okay. Vier haben wir also noch. Mal kurz rübergehen zurück und gucken, ob die Harpien noch rumliegen. Ich bezweifle es allerdings. Ach, sie liegen sogar noch rum. Okay. Und man kann sie scheinbar auch noch... Nein, kann man nicht. Schade. So. Kaum leserliches Gekritzel. Hinterhut im Holz, das Trotten kaut auf schwarzem Stein, erblickt ich rechter Hand ein Eiland mit einer Saat aus Gebein. Ziel meiner Suche waren nicht die fahlen Knochen im Moor, vielmehr Zielwerk, das wuchs über ihren Häuptern empor. Okay, das ist auch ein Reimteil. Hier ist eine Mühle. Mühlenrad war ja auch... Ein Steinrad, also Mühlenrad war ja auch erwähnt worden. Können wir mal ein bisschen heranzoomen.
Schlammiger Stiefel ist die Taverne hier. Ja, erstmal die Gruften hier oben machen. Gruftfelsen, Boronhügel, Tempelruine, böser Baum, drei Tannen. Ah, die Tannen sind nicht in Reihe. Naja. Ja, bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Verwitterte Inschrift brauchen wir, glaube ich, gar nicht lesen. Ja, das war der. Verwitterte Inschrift, verwittert. Also verwitterte brauchen wir nicht. Und die ist auch verwittert. Und hier stehen Boronkreuze. Ach, die ist auch wahrscheinlich verwittert, oder? Ja. Gut. Hm. Dann mal hier rein. Wühlschrate? Ich war in dieser Gruft noch gar nicht. Was? Wühlschrat-Szene erhalten, okay. Rostige Nägel und Sandsteine. Ich war also noch gar nicht in dieser Gruft. Oh, Murmeln. Ja, Murmeln bringen jetzt nicht so viel. Rostige Nägel können wir aufheben. Ja, Murmeln kann man hinschmeißen, damit Opfer umgeworfen werden. Eine Pfeife. Wieder ein bisschen Schmuck. Oh, Bronze Beinschienen. Ich versuche meine gute Entscheidung. Ein Schwert, ein Bogen. Ja. Und wieder eine Gruft abgeschlossen. Jetzt sollten aber, glaube ich, dann wieder Harpien kommen, oder? Kommen ist gut, sie sind schon da. Alle mal hergehört. Komm, komm. Ich versuche mein Bestes. Na klar. Arquartus. Ich nehme die Sache in die Hand. So.
Okay, dann würde ich mal sagen, ist es jetzt hier an der Zeit zu speichern. Also tue ich das auch mal. Jetzt als Let's Play 13. Speichern. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.